Wie ihr schon an der Überschrift gelesen habt, habe ich jetzt den ersten Effekt. Ich bin liegen geblieben mit dem Mixer nach 5242 Kilometern. Ja, was passiert? Ich war auf der Landstraße unterwegs, voll Power. Und was passiert? Gibt auf einmal einen Knall, hört sich ein bisschen komisch an, Raschelgeräusche. Ich denke, was ist jetzt denn los? Motor geht aus. Erster Gedanke, scheiße, Motorschaden. Ja, aber der Motor geht wieder an. Das ist das Interessante daran. Er geht an, hat aber keinen Vortrieb. Man kann den Gang reinmachen, er fährt nicht. So, es kommt ein Klappergeräusch im Bereich des Variomatic-Deckels. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass die Variomatic sich aufgelöst hat oder der Keilriemen. Aber der Keilriemen ist gerade mal, ich müsste mal nachschlagen, ich habe ein Video auch darüber gemacht. Ich glaube 250 oder 300 Kilometer bin ich höchstens mit dem Keilriemen gefahren. Puh, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der sich aufgelöst hat. Aber man weiß es nicht. So, ich werde euch mal eben eine Hörprobe geben, dass ihr hört, wie der Motor sich zurzeit anhört, was er für Geräusche macht. Ich hoffe, dass man es auf dem Mikrofon so ein bisschen mitkriegen kann. Und dann werde ich gleich den ganzen Variomatic-Deckel hier abnehmen. Wie man den abbaut, habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und dann gucken wir uns gleich mal das ganze Malheur dahinter an. Der Deckel ist ab, guckt euch den Kram mal an. Ich habe nichts gemacht, ich habe das so liegen lassen, wo ich den Deckel abgenommen habe, um euch das zu zeigen, was ist passiert. Guckt euch den Kram an mit diesen schönen Riemen. Hersteller weiß ich, hatte ich euch damals in dem Video gezeigt, ich werde das hier nochmal unterschreiben. Der kommt von Götz, hat 30 Euro gekostet. Ich habe noch nie gehabt, dass sich ein Riemen so verfleddert hat, echt. Guckt euch diese ganzen Einzelteile mal an. Das gibt's doch nicht, echt. Ärgert mich wie die Pest, könnt ihr mir glauben. So, hier hinten, das muss ich alles auseinanderbauen. Hier hat er sich richtig rumgewickelt. Ein Riemen kann immer mal reißen, ne? Aber ich habe noch nie so ein Filzkram da irgendwie mit zwischen gehabt. Also das ist, den ganzen Deckel kann ich alles sauber machen. Also ich werde den, der Stamm von Götz, der werde ich definitiv mal hinschreiben. Ich werde ihn auch die Fotos oder die Videos auch verlinken, dass sie das selber mal sehen können, was für ein schöner Riemen das ist, wie das aussah. Nicht, dass sie sich irgendwie rausdrehen, man hat den falsch montiert oder sowas. Kann ja auch ganz gerne kommen, ne? Und er hat vorher auch keine Anzeichen irgendwie gemacht, dass er gerutscht hat oder irgendwas. Also, ja, gut. Was ist jetzt? Ich werde alles mal abmachen. Ich habe noch den alten Riemen liegen. Den werde ich wieder raufmachen. Damit werde ich jetzt erstmal fahren. Und dann bestelle ich mir den originalen. Der war von Mitsubishi, glaube ich. Da hat mir jemand netterweise einen Link geschickt, wo ich den bestellen kann. Der kostet so 40 Euro. Da weiß ich wenigstens, was der hält. Ja, das war der erste Defekt. Nach über 5000 Kilometer kann ich das Mixer noch nicht mehr was dafür. Die minderwertige Qualität von Riemen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mich gerne abonnieren und sonst bis zum nächsten Mal.